Am nächsten Tag ist Paul Richter mit Kollege Tobias Hübner auf Streife, als ihnen eine Entführung gemeldet wird. Der Zeuge hält den mutmaßlichen Täter in Schach. Hey! Nehmen Sie mal den Knüppel, oder was ist los hier? Und Sie legen bitte einmal das Messer weg. Ich habe gesehen, wie der Herr eine Frau aus dem Auto gezerrt hat und hier im Wald reingebracht hat. Also Sie sind derjenige, der uns angerufen hat, ja? Ich habe angerufen, ich heiße Jan Heuer. Herr Heuer. Alles klar. Ja. So, was haben Sie da auf dem Pullover? Das ist Fabel. Warum haben Sie ein Messer in der Hand? Weil ich für meine Söhne und für einen Kindergeburtstag etwas vorbereite. Ich wollte einfach nur was in die Bäume ritzen. Ich veranstalte eine Schnitzeljagd. Okay. Für meine Kinder. Geben Sie dem Kollegen mal einen Ausweis von sich. Haben Sie auch einen Ausweis dabei? Einen Ausweis dabei? Was machen Sie hier im Wald? Ich bin hier nur spazieren gegangen. Und so, und er sagt jetzt, er würde Ihren Kindergeburtstag vorbereiten. Dankeschön. Herr Hoja. So, wo soll der die Frau denn hin verschleppt haben? Weiß ich nicht. Ich kam hier an und dann habe ich ein Auto angefangen gesehen. Dann hat er, der gewisse Herr, die Frau aus dem Auto gezerrt und so und dann im Waldstück reingefahren. So. So, und jetzt habe ich ihn verfolgt, hinterhergegangen und so. Und jetzt weiß ich auch nicht, wo die Frau abgeblieben ist, sag ich jetzt mal. Schau mal gerade in ihre Tasche, ja? Das ist negativ. Okay. Ja, das sieht aber jetzt schon so aus, als würden Sie mir hier keinen Quatsch erzählen, ne? Der Mann mit dem farbbeschmierten Pullover, der Herr Nolte, gab uns gegenüber an, dass er keine Frau entführt habe, sondern lediglich eine Schnitzeljagd für seine Kinder und Freunde derer vorbereiten wolle. Das Ganze war auch schlüssig. Er hatte einige Utensilien dabei, die das Ganze mit Sinn füllten. Grundsätzlich ist es gut, dass Sie angerufen haben. Wenn Sie jetzt wirklich gesehen haben, dass jemand eine Frau in den Wald gezerrt hat, ist es richtig, dass Sie anrufen. Das habe ich wirklich gesehen, 100%. Und dafür sind wir ja jetzt da, um das einmal zu klären. Es ist auch in Ordnung, dass Sie den Herrn, wenn Sie der Meinung sind, dass er es ist, kurz festgehalten haben, bis wir hier sind. Zum Glück ist es nicht noch weitergegangen, dass Sie da irgendwie auf ihn eingeschlagen haben oder so. Also insofern alles gut. Sie haben ja auch sonst niemanden im Wald gesehen. Wie sah die Frau denn aus? Wie aussah? Ja, wie sah die Frau denn aus? Blonde Haare, lang. Weiße Jacke an. Zeitgleich erreicht eine 28-jährige Frau in Begleitung ihres Schwagers die Wache. Die Lehrerin ist sicher, dass ihrer Schwester etwas Schreckliches zugestoßen sein muss. Das sind die Herrschaften, wo die Streife schon zu Ihnen nach Hause... Ah, okay. Nehmen Sie Platz. Schreiben wir mal auf. Wir brauchen ganz dringend Hilfe. Meine Schwester ist verschwunden und ich habe eine Sprachnachricht bekommen, wo sie um Hilfe schreit. Und okay, jetzt erstmal Personalien. Kann ich die gerade mal von Ihnen bekommen? Moment. Und Sie sind Rechtsanwalt, habe ich gehört? Ich bin Rechtsanwalt, genau. Okay, schauen wir mal. Nachdem Heidi Matera die Personalien aufgenommen hat, erfährt die Polizeihauptkommissarin Genaueres über die schrecklichen Geschehnisse. Ja, also ich habe heute Morgen meine Kinder in den Kindergarten gebracht und hatte mein Handy vergessen. Das habe ich sonst immer dabei, aber ausgerechnet heute nicht. Und dann bin ich zu Hause, also bin nach Hause gekommen und dann gucke ich auf mein Handy und dann habe ich da so eine Sprachnachricht von ihr, wo sie wirklich um Hilfe schreit, weil gerade ein Einbrecher im Haus ist. Okay. Gut, und wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? Ich war auf der Arbeit und dann rief sie mich an. Ich wollte natürlich sofort nach Hause fahren. Ja. Dachte mir unterwegs, rufst du mal in der, Polizeistation an. Und gut. Ja. Dann ja, und ihm wurde gesagt, dass er hier hinkommen soll, direkt, weil er da stören würde. Aber okay, ich meine, ist ja auch richtig, weil erstmal hier, wenn die Kollegen das da draußen machen, zeigen Sie mal, was da jetzt los ist. Was haben Sie da bekommen? Und wie lange ist das? Wann haben Sie die Frau zuletzt mal gesehen? Heute Morgen. Also. Heute Morgen? Und die Nachricht kam wann ungefähr rein? Ja, nach das sieht man ja hier. 9 Uhr, als ich wieder zurückgekommen bin. So. Das ist meine Schwester. Okay, da ist Schwesterchen, okay. Mhm. Blonde Dame. So, okay, und die Sprachnachricht? Ja, die muss ich mal eben raussuchen. Das hört sich gar nicht gut an. Mhm. Also. Ja. Da muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Dann hören wir mal. Carina, Hilfe! Bitte hilf mir! Der Tür ein. Oh mein Gott. Der Herr Gellert ist Anwalt für Strafrecht und von daher hat er da vielleicht auch den einen oder anderen Knaben schon mal hinter Schloss und Riegel gebracht. Von daher ist der ein oder andere auch dementsprechend nicht gut, auf ihn zu sprechen. Hier könnte natürlich eine Motivlage bestehen, dass sich einer an ihm rächen will. Und da sucht man sich immer den schwächsten Punkt vielleicht aus in der Familie. Das sind Frau und Kinder. So, und so könnte das Verschwinden der Frau Gellert genau mit seinem beruflichen Umfeld halt zu tun haben. Dem galt es jetzt nachzugehen und da noch mal genau hinzuschauen. Das gäbe ich Ihnen mal schon. Haben Sie da in letzter Zeit irgendwie Ärger mit jemandem gehabt? Oder, ach, warte gerade mal einen Moment. Ja, also die Streife, die wir zu Gellerts geschickt haben, die hat niemanden vor Ort angetroffen. Allerdings wurde das Badezimmer, die Badezimmertür eingetreten. Also es sieht so aus. Bleibt mal ruhig jetzt. Und das Foto habe ich euch schon rüber geschickt. Oh, okay. Also müsstet ihr jetzt schon haben. Okay, gut, danke, okay, dann schauen wir mal. Ja, und wo ist meine Schwester? Wurde sie da nicht gefunden?
Nee, aber wir ermitteln ja weiter. Du hast doch damals diesen Sexualstraftäter hinter Gittern gebracht. Bernhard Schlenk oder so. Ja? Ja, der Bernhard Schlenk. Und der stand, das hat mir meine Schwester halt erzählt, der stand mal bei denen vor der Tür und hat da richtig Randale gemacht. Wann war das ungefähr? Das war ungefähr letztes Jahr ungefähr. Also ich habe mir jetzt hier aufgerufen, okay, Straftat ist Sexualstraftat, ne? Belästigung mit Kontaktverbot. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal bei Ihnen vor der Praxis gesehen? Das war das letzte Mal, wo er da randaliert hatte. Wie lange ist das jetzt her? Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr? Ja, hört. Die 1532 ist gerade im Königsforst und hat dort Streitigkeiten aufgelöst. Während Stefan Sendera den Fall der Kollegen geschildert bekommt, ist der Ehemann der Vermissten sicher, dass nur der verurteilte Sexualstraftäter für die Entführung verantwortlich sein kann. Ich warte Sie jetzt erstmal ab. Wir rufen jetzt da an. Wir gucken noch mal bei der Kollegin vor Ort, was da ist. Und sie beruhige sich. Jetzt warte Sie mal ab. Bitte niemanden vorverurteilen, ja? Weil wenn das Ganze auch mittlerweile so lange her ist, sie werden ja mehr als einen einzigen Menschen im Laufe ihrer Tätigkeit vielleicht auch hinter Gitter gebracht haben. Ne? Das ist jetzt für uns jetzt einfach nur ein Ermittlungsansatz. Ja? Als Polizeibeamte versuchen wir natürlich immer durch unsere Fragen herauszubekommen, wer könnte ein Motiv haben, gibt es irgendwie Feinde, wer fällt Ihnen denn da ein? Und da wurde der Name Schlenk genannt. Als wir ihn abgerufen haben, haben wir gesehen, das ist ein verurteilter Sexualstraftäter. Hier könnte natürlich ein besonderes Interesse liegen, weil er wird im Knast auch keine gute Zeit gehabt haben. Und ja, ich sag mal, jeder, der verurteilt wurde, der hat ja so seine eigene Sicht auf die Dinge und möchte das gerade rücken, also in seinem Sinne. Ist für uns erstmal nur ein Anfangsverdacht. Wir wollen erstmal mit dem Schlenk sprechen. Und darum habe ich noch einen bestellt. Wir wissen inzwischen, dass über Arnold, dass eine Frau Isabel Gellert vermisst wird. Wir haben dazu auch ein Foto von der Wache bekommen. Das ist die junge Dame. Wenn da was dran ist, können wir mit den beiden Herren weiterhin Kontakt halten, die wir eben als erstes angetroffen haben. Die sind jetzt momentan mit weiteren Einsatzmitteln hier vor Ort geblieben und im Gespräch. Wir suchen jetzt hier den Nahbereich weiter ab, auch mit weiteren Kräften, aber das ist natürlich fußläufig was schwierig. Deswegen, wir schauen, wie es weitergeht. So. Ja, blöd ist natürlich auch, dass kein PKW gefunden hat. Guten Tag! Was ist das denn? Moin! Hallo! Hallo, wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Sie sind ungünstig gekleidet für einen Waldspaziergang. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe bei einem Waldspaziergang mein Handy verloren. Ja. Und laut Ortung müsste es hier irgendwo sein, aber ich kann nichts sehen. Darf ich mal drauf schauen? Vielleicht kann ich ihn hier. Das ist unser Weg vorne. Ende Sackgasse. Okay. Wenn hier noch ein Weg lang geht, den ich noch nicht an. Hier ist die Hütte, hier ist eine Jagdhütte oder so eine Camping. Schaffen Sie das mit den Schulen? Wir haben ja natürlich, natürlich. Ich will ja mein Handy zurück. Ich war hier drin auch noch nicht. Ich brauche das ganz dringend. Ja, wenn man das Handy verliert, ist das halbe Leben drin, ne? Ja, eben. Wir suchen eigentlich was. Haben Sie gestern verloren? Folgen Sie mal dem Kollegen. Der Kollege geht mal hinter mir. Grundsätzlich, denke ich, macht so eine Ortungsgeschichte immer Sinn. Vor allem, wenn man auch ein bisschen schusselig ist, so wie ich zum Beispiel, und sein Handy einfach mal verlegt. Aber dennoch passte sie nicht ganz ins Geschehen hier rein. Es macht aber dennoch Sinn, hier weiter nach diesem Handy zu suchen. Denn es kann ja unter Umständen sein, dass jemand dieses Handy aufgefunden hat und wir damit der Zivilisation oder unserem Suchgegenstand ein Stück näher rücken. Herr Schlenk, laut meinem Computer kommen Sie relativ frisch außer Haft, ne? Saßen Sie da zu Recht oder zu Unrecht in Haft? Ich weiß, dass ich falsch gemacht habe. Okay, warum sind Sie heute hier? Ja. Es geht um die Frau Gellert. Gellert. Der Name sagt mir was. Der mich da in Bau gebracht hat. Richtig, der Herr Gellert. Aber was habe ich mit der Frau zu tun? Die ist gerade verschwunden. Ja, was habe ich damit zu tun? Ja, ganz einfach dahingehend, dass Sie wohl auch vor der Praxis ein bisschen so umhergeschlichen haben. Ja. Ich war zwei, dreimal da, weil ich eigentlich dem Herrn Gellert was in die Hand drücken wollte. Damit er den Opfern von damals ein Entschuldigungsschreiben gibt. Aber ich habe mich nie getraut, deswegen habe ich es immer noch hier in der Hosentasche. Sie sind so ein großer, stattlicher Kerl, ne? Können vor Kraft kaum laufen. Und dann trauen Sie sich nicht,
eine Klingel zu drücken, weil physisch traue ich Ihnen das ja zu. Ja, es war aber eine Scheißaktion damals von mir und Also wenn Sie das ernst meinen, was hier drin steht, ich möchte mich entschuldigen mit diesem Brief, möchte ich Sie bitten, meine Entschuldigung an die Opfer meiner vergangenen Taten weiterzuleiten. Ich war damals nicht selbst, ich schäme mich zutiefst. Auch wenn eine Entschuldigung es nicht so wieder gut machen kann, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie meine Entschuldigung an die Betroffenen weiterleiten könnten. Trotzdem möchte ich gerne wissen, wo Sie am heutigen Tage waren, vor allem in den letzten 2-3 Stunden. Garten, im Strebergarten. Ich habe da kompletten Strebergarten von mir umgraben müssen, wegen Unkraut und... Wissen Sie, ganzen, die, da können Sie die Geschichte... Auch, da, nee, da können Sie auch alle fragen. Nee, ich möchte nicht alle fragen, ich möchte Sie fragen. Ja. Und ich möchte Sie fragen, weil das passt ganz gut. Weil die Frau Gellert offenbar, oder die letzte Spur, die wir haben, die führte in ein Waldstück, wo es vielleicht auch sehr dreckig und sumpfig und matschig ist. Mag sein, ich weiß trotzdem nicht. Und dann gucke ich einmal auf ihre Schuhe und auf einmal auf ihre Klamotten, auf ihre Hose, auf ihr Hemd und das sieht genauso aus. Ja, war ich aber nicht. Ich war im Schrebergarten gehen, fahren Sie hin, schicken Sie eine Streife hin. Die sollen da die Leute fragen, die noch da sind. Ich war da den ganzen Tag, auch gestern den ganzen Tag. Wann haben Sie denn die Frau Gellert das letzte Mal gesehen? Frau Gellert das letzte Mal gesehen? Was soll denn der sein? Nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Ey! Kollege, hinsetzen. Ja. Wo ist denn jetzt das Problem? Das ist nicht Frau Gellert. Wer soll das denn sein? Was weiß ich, wer das ist? Aber das ist nicht Frau Gellert. Wieso sind Sie sich da so sicher, dass ja, das nicht die Frau Gellert ist? Ja, weil ich ja nun mal den Herrn Gellert mit seiner Frau vor seinem Haus gesehen habe. Und das ist nicht Frau Gellert. Die Frau Gellert ist ja eher so der südländische Typ, dunkle Haare. Aber nicht blond und mitteleuropäisch. Und wo haben Sie die beiden gesehen, den Herrn Gellert und seine Frau? Ja, vor der Tür. Vor seiner Praxis oder was? Oder ja, vor seiner Haustür? Ja, da, wo ich halt auch ihm den Brief geben wollte. Vor seiner Praxis. Okay. Und das, wann wollten Sie ihm den Brief geben? Ja, ich war jetzt schon 2-3 Mal da. Das Datum kann jetzt, ich Ihnen jetzt, nicht mehr... jetzt nach der Haft? Ja, jetzt nach der Haft. Naja, nur das macht Sinn. Nur mir fallen da gerade so 2-3 Sachen ein, die ich gehört habe, die passen da einfach gar nicht zusammen. Okay, tun Sie mir mal bitte einen Gefallen, Herr Schlenk. Ich weiß, Polizeistation mögen Sie nicht so gerne, ne? Trotzdem bleiben Sie bitte einen Moment hier bitte sitzen, ja? Tanja, ich habe mir hier schon sehr oft Zeugen oder Personen auf die Wache eingeladen, was einfach zu nichts geführt hat. Ne? Das ist manchmal so, ne? Manchmal läuft der Esel auch gegen verschlossene Türen. Aber in diesem Fall, dass ich den Herrn Schlenk eingeladen habe, das war goldrichtig. Der hat mir so viele Hinweise gegeben, also abgesehen davon, dass ich sein Alibi auch dementsprechend überprüft habe, sodass ich dann auch seine Aussagen verifizieren konnte. Denn zum einen hat er einen Entschuldigungsbrief dabei gehabt für seine Opfer, was ihn erstmal ehrt, nicht für das, was er getan hat. Ja, das verurteile ich zutiefst. Aber jetzt zeigt er Reue, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz, also auch für sein weiteres Leben. Und dann hat er uns aber auch noch gesagt, dass die Frau von dem Herrn Geller ganz anders aussieht als die auf dem Foto, was ich ihm gezeigt habe. Was aber angeblich die Frau Gellert ist. Das hat uns die Schwester ja bezeugt. Das heißt, der Herr Gellert hat vielleicht ein Verhältnis und hat uns auch in manch anderer Sache nicht ganz die Wahrheit gesagt. Wenn das die Frau Gellert ist, der Schlenk schwört Stein und Bein darauf, das ist nicht Frau Gellert, beziehungsweise es ist nicht die Frau, es ist nicht die Frau von dem Herrn Gellert. Ach, das ist doch Blödsinn. Das ist doch eine falsche Finte, was er da jetzt... Hallo. Sind Sie mal ruhig. Ich unterhalte mich mit meiner Kollegin. Ja, ein bisschen Respekt muss sonst sein. Sonst gehen Sie in ein anderes Zimmer. So. Weil er hat vor der Praxis ihn... jetzt wohl die Tage auch immer mit einer anderen Frau zusammen gesehen. Okay. Und war sicher, also aufgrund, wie die sich gegeben haben, ist ein Händchen halten oder so, ist eine Ehefrau. Ne? Okay. Die wäre aber dunkelhaarig und wäre eine Südländerin. Okay. Und okay. Wer war das? Das ist eine Verwechslung, das kann gar nicht sein. Eine Verwechslung, weil auch so viele Leute rumlaufen, ne? Ganz ehrlich, wir haben eine Kanzlei und da sind ganz viele Anwälte. Und wer weiß, wer da noch alles so rumhüpft mit einer dunkelhaarigen. Fakt ist ja jetzt, der Herr Schlenk hat Sie ja auch wohl mehrere Tage lang beobachtet, immer mit derselben Person und auch in inniger Unterhaltung oder was. Also so, wie ich das jetzt verstehe. Das denkt er sich jetzt aus, dass du immer mit derselben Frau rumläufst, die eindeutig nicht meine Schwester ist. Glauben Sie mir, er will mir nichts Gutes. Er hat damals schon vor der Kanzlei,
rumgepürlt und alles Mögliche und bestimmt nicht wegen der Entschuldigung schreiben. Okay, was aber nicht zum Verwechseln ist, das ist mein Gehörgang. Und da haben Sie vorhin gesagt, das letzte Mal, als Sie ihn gesehen haben, das wäre vor einem Jahr gewesen. Ne? Da wäre er irgendwann vor der Praxis gewesen. Er kommt aber jetzt mit einem Brief, mit einem Entschuldigungsschreiben an seine Opfer. Und das kann er ja nur geschrieben haben, nachdem er aus der Haft raus ist, also die letzten Tage. Also war er die letzten Tage bei Ihnen vor der Praxis? Warum lügen Sie uns an? Zur gleichen Zeit entdecken Paul Richter und Tobias Hübner im Wald ein Wohnmobil, das mehr schlecht als recht versteckt wurde. Aus dem Inneren ertönen Hilferufe. Geh mal auf die andere Seite, bitte. Eine Person. Eine Person. Hilfe! Hallo, hier ist die Polizei. Hallo. Sind Sie Frau Gellert? Ja. Sie haben mich schon gesucht. Wie ist es? Geht's Ihnen einigermaßen gut, ja? Ich weiß nicht. Okay, wer hat das gemacht? Ich suche mal gerade was, damit ich sie hier loskriege. Die 30-Jährige steht völlig unter Schock. Nachdem Tobias Hübner die Frau des Anwalts befreit hat, entdeckt der Polizeioberkommissar überraschenderweise das Handy der anderen Dame. Das soll nicht der einzige Punkt sein, über den die Beamten stolpern. Die beiden Frauen scheinen sich zudem zu kennen. Wie kommen Sie denn in den Wohnwagen? Mein Ehemann. Wir hatten eigentlich nie Streit, das war alles in Ordnung, aber auf einmal wollte er einen Ehevertrag. Ich wollte ihn unterschreiben und der ist ausgerastet. Diesen ich verstehe das nicht. Der lag auf dem Tisch oben, den habe ich vom Tisch mitgenommen. Er wollte es unterschreiben, aber ich wollte nicht. Martin gehört und Isabel gehört, sind Sie. Ja. Hat er Sie geschlagen? Ist er irgendwie was, also ich meine, außer dass er Sie gefesselt hat? Geschlagen hat er mich jetzt nicht. Ne? Also Sie suchten Ihr Handy, sind hierher gekommen. Jetzt haben wir Ihr Handy, das ist Ihr Handy. Ja, das ist mein Handy. Jetzt haben wir das gefunden. Okay, das bringt ja jetzt sowieso alles nichts mehr. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, der Wohnwagen gehört Martin. Und da waren wir des Öfteren, Ich arbeite für Martin schon seit 2 Jahren. Bin auch schon seit 1,5 Jahren seine Affäre. Was? Der Gerhard hat ein Fistonöllchen mit Ihnen. Er hat zu mir gesagt, er will mich heiraten. Und dass er sich einvernehmlich mit seiner Frau scheiden lässt. Ja, mit zwei ist das natürlich scheiden lässt. Können Sie mir Ihren Namen noch einmal gerade sagen, Sarah? Und Sarah Heim. Die Frau da in die Wohnwache zwinge und anscheinend wie der Geliebte da diese Nummer da durchzuziehe. Ich habe echt gedacht, dass er meine Schwester lieben würde. Er hat ihr sonst was erzählt und versprochen und der tollste Mann der Welt. Ja. Ich kann das nicht fassen, ehrlich nicht, wie der man feine, so Herr. Ekelhaft sein kann. Ach, du hast doch schon mitgekriegt, dass es schon seit langem nicht mehr läuft. Ich hab überhaupt nichts mehr. Sie redet doch immer mit dir. Jetzt hör auf, sowas zu sagen. Der Ehemann muss sich wegen Freiheitsberaubung und Nötigung verantworten, weil er seine Frau dazu zwingen wollte, den Ehevertrag zu unterschreiben. Bevor er sie fesseln konnte, hat sie allerdings noch eine Sprachnachricht an ihre Schwester abgesendet. Nach dieser unfassbaren Tat hat seine Frau die Scheidung eingereicht.